Hallo zusammen, ich bin Ulrich und ich möchte euch heute mal unseren neuen Felgenreiniger demonstrieren, wie er meine echt schmutzigen Felgen sauber macht. Anwendung ist ganz einfach, großzügig einspülen das Ganze. Ja, hier kann man noch schön den Sprühstrahl dosieren, von fein bis ganz stark. Und jetzt kann man schon ganz gut erkennen, wie gerade der mineralische Schmutz, der Bremsstaub, von dem Reiniger angelöst wird. Das Ganze sollte man dann circa 30 Sekunden einwirken lassen. Und genau das werden wir jetzt einmal tun. So, jetzt sind 30 Sekunden rum. Man kann schön erkennen, wie das Produkt eingewirkt ist und den Schmutz schon mal gelöst hat. Ich habe jetzt hier unsere Vikan-Felge. Da kann ich noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ich komme halt speziell in die Ecken. Kann das Material noch ein bisschen anlösen. Einmal ringsrum. Wir haben unsere normale flache Bürste. Kann man auch noch mal ein bisschen mit nacharbeiten. Der Kleinen kommt dann wirklich hier auch neben die Ventile, in die kritischen Bereiche. Ja, und dann können wir es jetzt einmal runterspülen. Ja, jetzt spüle ich es einmal einfach runter. Und so. Also, schönes Ergebnis. Ja, Auto ist sauber, Felgen sind geputzt, gerade durch die neue Küste-Waschstraße gefahren. Jetzt kommt das Finish. Wir haben hier unseren neuen Schnellversiegler, den Speedshield. Den trage ich einfach mit ein paar Pumpstößen auf unser Staub- und Poliertuch auf. Da geht auch ein ganz normales Mikrofasertuch. Ich habe hier noch ein paar Fingerabdrücke drauf gemacht auf der Motorhaube und einfach schön gleichmäßig verteilen. Ja. Die Fingerabdrücke gehen sofort raus, ein bisschen nachspülen und die Oberfläche fängt an der Stelle deutlich mehr an zu glänzen. Und am Ende dann mit der trockenen Seite noch glatt polieren und das Pflanzergebnis kann sich sehen lassen.